Okay, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer LS19 hier in unserem kleinen Roleplay-Projekt auf der No Man's Land mit dem Udo und dem Leo. Leo. Hi. Moin. So, Stulle war gut, ey, muss ich echt sagen. Ja. Lecker. So, wer fährt denn jetzt das Holz mal weg? Sollen wir zusammenfahren? Ja, wir sind da zwei Leute mit. Was haben wir hier denn noch zu tun? Ich muss nur noch einmal düngen und dann hat sich das Feld auch erledigt. Ich weiß nicht. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wollen so ein Fahrdingens hinbauen. Wie heißt das nochmal? Fahrsilo. Hängt das Gewicht ab. Oh, machst du das Gewicht kaputt, Junge. Ja, jetzt hast du ein Problem, ne? Mhm. Jetzt geht Katastrophe auch los. Warte mal. Moment. Oh. Nun ist die Wolke am Dampfen. Oh oh. Da ist gar nichts am Dampfen. Ja, jetzt hast du das Gewicht hinten drauf liegen und nur verbiegst du die ganze Achse. Nein. Alles gut. Hm, man merkt's. Warte mal. Alles tipptopp. Jetzt sitzt selber schon drin. Ja, ich hol mal den Backer rüber. Jo. So, wir müssen nämlich hier Vorbereitungen treffen fürs Fahrsilo. Ich weiß zwar noch nicht, wo das hin soll, aber ich feier sogar den Backer. Jetzt weiß ich noch nicht mehr. Oh. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja, warte mal. Hallo? Udo? Ja? Wenn du da runterfährst, kannst du so eine Baumstumpfen-Dingens kaufen. Ja. Weil das brauchen wir noch. Ja. Gut. Du hast keinen Anhänger dran, ne? I know. Ah. Gut. Achtung hinter dir, langsamer Backer. Ich glaube, wir machen nämlich den Berg hier mal ein bisschen, planieren wir ein bisschen. Arbeiten. So. Gut. Ich sortiere jetzt noch mal ein bisschen die Baumstämme auf die Seite. Vielleicht nachher ein bisschen einfacher.
Jetzt klemmt er auch noch. Mensch. Ah, jetzt. Jetzt ging es mit dem doofen Stamm hier. Oh, Mist. Ja, die sind auch ziemlich schwer hier, ey. Boah. Zwei Stämme auf einmal. Wenn ich die rumgeschoben kriege, dann wäre ja gut. Aber passt schon. Ah, jetzt klemmt da wieder einer. Was ist mit der Zange los, ey? Vielleicht kann ich die auch einfach schieben. Wäre natürlich viel einfacher. Leo, hast du nichts zu tun? Nee, habe ich nicht. Hm. Ja, die Baumstumpfenfräse fehlt noch. Ich würde sagen, wir machen dann da, wo der Bagger steht, ein bisschen platt. Und dann können wir da die irgendwie das Fahrsilo hinpflanzen. Wenn die Baumstümpfe weg sind. Ja, das können wir machen. Kannst du mal im Katalog gucken, was das kostet? So ein Teil. Je nachdem, was wir für eins haben wollen. Kleines Fahrsilo, mittleres Fahrsilo, großes Fahrsilo und dann gibt es das alles nochmal in doppelter Ausführung. Ich glaube, so ein doppeltes wäre ganz sinnvoll, weil wenn dann was übrig bleibt und wir schon wieder Gras häckseln könnten oder so, oder da rein, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was da alles geht, also, dass wir da auf jeden Fall nochmal einen Ausweichplatz haben. Ja. Das kleine wäre 30.000, das mittlere wären 50.000 und das große wären 90.000. Können Sie mal abstecken, welches passen würde? Ob das mittlere überhaupt passt? Interessant. Das liegt tatsächlich an den Stämmen, die zuvor auf dem Map sind. Das mittlere würde passen, dann müssten wir nur, dann wäre die Wand praktisch, würde die äußerste Wand bei der Schaufel anfangen. Also hier würde die Wand dann sein, die äußere. Und dann in die Richtung? Und dann in die Richtung, ja. Aber also schon so quer, dass die Fahrtrichtung so ist, wie wir jetzt stehen. Oder Fahrtrichtung Richtung Wald. Würde Richtung Wald sagen, weil wenn wir das... Aber dann haben wir immer den Berg hier beim Anfahren. Also ne, wir machen ja platt. Das passt ja.
dann? Ich würde zum Weiten sagen. Und wie lange geht es dann bis hier? Weil wir brauchen nach hinten genügend Platz. Bis hier? Das geht dann ungefähr bis hier. Okay. Ja, dann müssen wir aber noch ein bisschen hier rausgehen, in die Richtung, dass wir hier keine Probleme mit den Bäumen kriegen. Ja, die Bäume können hier stehen bleiben. Ja. Okay. Udo! Udo! Jo! Du kannst mal hier von hier, von der Schaufel bis zum Wald alle Stümpfe wegmachen, dass wir hier dann ein Fahrsilo platzieren können. So ein mittleres, doppeltes. Von hier in Richtung Wald. Ich räume die Bäume noch ein bisschen weg. Jo. Oder du machst dir auch nochmal den Frontlader dran. Dann können wir nämlich, kann das Teil hier an den Johnny ran. So, ja. Dann hätten wir noch, könnten wir nochmal effizienter arbeiten. So, ich räume mal die Bäume noch auf Seite. Vielleicht verladen wir auch gleich mal wieder ein paar. Na. Leo macht hier Platz. Oh! Verwalter, ey. Habt ihr das gesehen? Jo. So. Kriegst du den da oben nicht weg? Ne. Vielleicht nochmal absägen. Nein, geht nicht. Irgendwie eine Tiefe. Warte mal, ich guck mal gleich. Oh, jetzt stehst du mir aber direkt im Weg hier. Ups, also. Oh, der verkeilt sich. Oh ne, jetzt habe ich ihn. Ah, das ist aber eine gute Idee, was er da macht. Die Bäume ja. Einfach mal auf die Seite schieben. Dass wir die Baufirma nachher beauftragen können. Aber dann brauchen wir ja auch noch so Zeug, oder? So Mähwerk und... Ja, ja. So. Boah, da ist so ein Schlagloch drin. Wie viel Geld hast du denn dafür gekriegt für die Ladung? 3000. Schick. Thank you.
geht er weg. Der Arion rutscht. Der Baum ist zu schwer. Dass der eine Stamm da nicht weggeht, ist doof. Ich wüsste aber, wie wir den wegkriegen. Leo! Leo! Leo, was ist? Komm mal mit dem Bagger her und schütt mal hier ein bisschen was auf. Da, bei dem einen Baumstumpf, wo ich gerade bin. Bin unterwegs. Ups. Rio, kannst du mich vorne vielleicht hochziehen? Warte, ich heb dich hoch ein bisschen. Aber dann machen wir auch Mittag, oder? Ja. Aber das Problem müssen wir noch beseitigen. Warte, ich probiere, ich heb dich an. Vorwärts ein bisschen. Ja. Jo. Perfekt. Gemeinsam sind wir stark. Supi. Dann haben wir die Fläche soweit fertig, oder? Für die Baufirma. Ja. Super. Hier hinten sind noch zwei Baumstümpfe. Und hier. Super. Ah. Ist immer so viel zu tun hier. Leo, komm, Mittag. Jo, wir kommen. Der will gar nicht mehr aus dem Bagger raus, ja? Nee. Ah, hier ist noch was. Dumm. Was, wo? Hilfe, oh. Das ist nur so ein kleines Stückchen. Kannst du das überhaupt weghäckseln? Nee. Ah. Wer es findet, darf es behalten. Wer hat's? Leo, darf es behalten. Warte, ich hab noch eine Stulle im Träger. Ach komm, hey, die vergammelte Dinger, den will ich jetzt nimmer haben. Schmeckt doch gut. Was sind da drauf? Fleischwurst und Metz und Salami habe ich noch. Ja, Fleischwurst würde ich eins nehmen. Du auch, Leo? Nö. Ess was, sonst verhungerst du. Danke. Und eine kalte Cola. Die nehme ich. Ja. Also dann, guten Appetit. Jo, euch auch. Guten. Lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut bei Dark Racix YouTube vorbei. Hier bei Varuna LP. Und bei Malonation. Da kommen ein paar Best-Offs. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.